Oh nein! Ey, boah, diese blöde Fackel, die geht mir so auf den Sack, ey. Die hat... Man könnte meinen, ich bin heute ein bisschen wibbelig. Flying Power. So, mal gucken, ob ich auch mal die... oh nee, jetzt kommen wieder diese Viecher. Wenn die jetzt hier genauso willkürlich kommen wie bei... wie auf dem... boah, nee. Ich hasse diese Viecher. Nein! Ah, toll. Ja, jetzt... ich kann ja gar nichts machen. Gut. Ha. Nee. Nee. Nein! Scheiße! Ich wollte sie nicht einsammeln. Man hat mich gezwungen. Ich will meinen Laser wieder haben. Es war voll Laser, wie ich abgegangen bin. Ja, toll, ich treffe die ja gar nicht. Ah, okay. So, eben die Kotze abwarten, genau. Ich will aber da lang. Ah, das war so klar. Die blöden Kackviecher da. Oh nee, so ein random Shit, nein. Das ist gleichzusetzen, glaube ich, mit... ja, was war das denn? Oh, das ist wieder gleichzusetzen mit diesen blöden auftauchenden Steinen von Mega Man. Oh, das ist so kacke, kacki, kack, scheiß. Ja, und jetzt erwische ich den da natürlich nicht. Also. Und extra Leben auch noch direkt. Oh, fick dich, du scheiß Vieh, ey. Ja, nehme ich lieber das. Das schießt wenigstens in die Luft. Kann man gar nichts mit anfangen mit dem Scheiß. Naja, besser, alles ist besser als diese blöde Scheiße da. Hier, blöde Kackfackel, die mir aufgedrückt wurde. Nein! Oh. Geh tot! Oh, dann bleibt man natürlich, man kann nicht durch die Decke springen. Man springt gegen die Decke, ist natürlich realistisch. Aber in so einem Spiel ist das die Hölle, selbst mit Doppelsprung. Da muss man halt wieder genau timen. Oh. Mein Gott, ey, irgendwann kommt die Zeit, da muss man Raketenwissenschaftler sein, um so ein blödes Spiel durchzuspielen. Wenn man sich den Winkel ausrechnen muss, indem man dann irgendwie auf irgendeinen Stein springt... dann hast du so einen wissenschaftlichen Taschenrechner dabei, weißt du? Den kriegst du mit jedem Spiel mitgeliefert. Ja, das ist klar. Ja, ja, ist logisch. Ich möchte mal die goldene Rüstung, dass ich die habe. Mann, wo war das denn vorhin mit dem,
Ja. Hi. Bam, 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 bam. Stirb. So. Ja, dann gucken wir mal. Wir haben ja jetzt mittlerweile mitgekriegt, dass aus Erfahrungswerten das Gameplay immer besser wird. Ja, wir sind ja jetzt schon keine lausigen Anfänger mehr. Ja, sowas liebe ich auch. Vor allem zum Beispiel Castlevania. Ach schade, ich dachte, ich krieg hier irgendwas Tolles. Da muss man aufpassen, weil nämlich an den Plattformen sind ja Spikes. Spikes, sagen die Bayern, glaube ich. Spikes, da sind die Spikes. Och, Katzenschwurf. Wer das nicht weiß, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Wir sagen nämlich, das heißt Eichhörnchenschwanz. Und die Bayern sagen Och, Katzenschwurf. Eichkatzelschwein. Ja, habt ihr wieder was gelernt. Ja, noch mehr Viecher. Komm, noch mehr. Das ist mir nicht genug. Oh, guck mal, das sind ja Homing-Missiles, Alter. Ah, da war es schon wieder, das Alter. Ich hasse mich selbst dafür, dass ich das sage. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen schweige, aber ich muss mich konzentrieren. Eine Schweigeminute für den Gameplay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Dass die eine komische Plattform da auf einmal runterfällt, konnte ja auch keiner ahnen. Warum? Oh, boah, das war Glück. Ja, und das war scheiße getimed. Kacke. Und trotzdem muss ich wieder da oben anfangen. Och Mann, ey, ihr wollt mich doch echt verarschen hier. So, Kiste, grüne Rüstung, komisches Nervvieh, abschießen, runtergehen, noch mehr Nervviecher, Nervviecher machen mich kaputt. Ich mach Nervviecher kaputt, sauberer Tod. Du kannst ohne aufregen. Geht doch. Verschluck dich nicht an deiner Scheißflamme, du Fixkopf. Wie sexy der seinen Arsch immer rausstreckt, wenn er die Leitern runterklettert. Mann! Ey, das ist doch zum Kotzen! Egal was du machst, ne? Na, jetzt spring ich. Als Baby in die Flammen. Sind wir echt erst Level 3, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir früher... Ich glaube, die Spiele... Ja gut, ne? Ja, die waren ja teurer. Da hat man gar keine andere Wahl, als die stundenlang zu spielen, bis man durch war. Ich meine, überlegt mal, wenn ihr heute ein Spiel anmacht. Ne? Ihr spielt da 2 Minuten, merkt, oh, das ist aber schwer. Und dann macht das aus. Seid mal ehrlich. Ha, von wegen. So, wir werden aber meiner Meinung nach besser. Nein! Ey, warum kann der auf einmal... Boah, das ist noch nie passiert vorher.
Das ist wieder dieses typische Beispiel, so, ach, der ist so gut, dann machen wir jetzt mal was anders. Und ich sage euch jetzt schon, ich werde jetzt wieder bei den Plattformen hier kaputt gehen. Ja, ja, mein Blick erhält sich. Oh, nee, nicht dieser Bastard. Nicht der hier von Gargoyles Quest. Oh, scheiße, ey. Hoffentlich darf ich wenigstens da unten anfangen. Nein, immer noch oben. Ich will zu meiner Mama. Aber das ist so unfair. Die wissen ganz genau, wie schwer das ist, ne? Und dann trotzdem hier so ein Kack. Das läuft zu gut. Da passiert jetzt gleich wieder irgendwas, was vorher nicht so passiert ist. Oh, Mann! Ich sag's doch. So, am liebsten würde ich jetzt einfach durchrennen, ganz ehrlich. Ja, ja, das hast du davon, du blöder Spacko. Oh, jetzt kommen wir wieder in diese komische Stadt. Halt mich nicht auf, ich laufe in mein Schicksal. Ich will der Beste sein. La 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 la. Eine Mischung zwischen Nebulus und, ach, was erzähle ich eigentlich? Ich kenne eh keine Sau Nebulus. Da war auf dem C64er so ein Spiel, da ist man in so einen Turm hochgelaufen, als, ich weiß nicht, da war glaube ich ein Nilpferd oder so. Zumindest sah es aus wie ein Nilpferd. Da ist man auch so einen Turm immer hochgerannt. Nein! Ey! Naja, wenigstens müssen wir nicht wieder ganz am Anfang anfangen. Das ist ja schon mal eine Steigerung. Nee, nee, nee. Fast den falschen Knopf gedrückt. Oder was heißt fast? Ich habe ihn gedrückt. Oh ja, ist klar. Pass mal auf, und da ist jetzt so ein blöder Magier oder sowas. Ah, nee, nicht die Sense. Oh, 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 oh. Oh, das war... Da muss ich echt sagen, das war jetzt Glück. Ja, manchmal hat der Gameplayer auch Glück. Uah, Zitterpartie hier. Ja, ey. Einfach so schmeißen wir jetzt mal so einen Goblin aus der Luft. Und wieder von vorne. Wäre dieses immer von vorne nicht, wäre das Spiel gar nicht so schlimm.
Was sollen eigentlich diese blöden Stein-Gargoyles immer dazwischendurch? Die können wir auch genauso gut weglassen. Die sind gar nicht relevant fürs Spiel. Ja, und jetzt ist da ein Magician drin. Ein Magier. Ich sage immer Magician, weil ich verbinde es immer mit dem Film Kung Pao. Och nein! Mit dem Film Kung Pao. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch mal an. Der ist super geil. Dann ist da zwischendurch ist da so ein Bösewicht, der nennt sich dann nachher Betty. Und, oder Betsy. Oh, 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 oh. Warum springe ich denn anstatt zu werfen? Auf jeden Fall. Ey, da sind die Flammen von der Fackel stärker als die Fackel selbst. Hab ich jetzt richtig mitgekriegt. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, und dann steht er da so vor so einer Malerei und dann sind da so, ja, so gezeichnete Tiger oder irgendwie sowas. Und dann sagt er so, Tiger, 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 I'm a great magician. Und das ist so eine, einfach so, das muss man glaube ich gesehen haben. Das ist so eine geile Situation einfach, da kann man nicht anders. Ich habe mich so kaputt gelacht. Tiger, Tiger, Birdie, Birdie, I'm a great magician. So geil. Ist natürlich jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, von daher. Oh nein! Ey, boah, diese blöde Fackel, die geht mir so auf den Sack, ey. Die hat. Game over, ist klar.